Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danirol P. und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir Alicia zu einer Provisorin gemacht. Das heißt, sie kann uns jetzt begleiten und oder ist ja andere Leute, Helions, glaube ich, erledigen. Mikleo hat das ganze Gespräch eifersüchtig beobachtet, nehme ich an. Kann ich jetzt hier irgendwas kaufen? Ritter Süßfisch. Kaufen wir mal. Oder? Speisegar gibt es heute gegrillten Starfish. Jetzt kostet 50 Geld. Ist in Ordnung. Okay, sehr gut.改めて本当に天族がいるんだと思って、こうしてお話できるなんて夢のようです。アリーシャも天剣文録を読んでずっと天族に憧れてたんだって。私も嬉しいですわ。アリーシャさんとお話できるようになって、今思えばあの時も本当にいたのだな。スレイの家族があの時以前始まりの村の手がかりを探して スレイの故郷に迷い込んでしまったのです。その時、家族を紹介されたのですが、私はお芝居と思って失礼なことを。そうですか。始まりの村。平気だよ。みんな気はいいから。そう言ってもらえると、ありがたい。ミクリオ様にも、早く会えるといいのだが。うん。そうだね。Ich habe das Gefühl, als wäre ich gut ausgehen. So zum jetzigen Zeitpunkt, oder? Wilder Süßfisch gegessen. Schwein mit Kartoffeln. Ah, für 12 Kämpfe, okay. Ja, kauft man einfach. Ich weiß, es war Verschwendung, aber tut ja auch Skits und so freischalten. Oder auch nicht. Wir sind übrigens auf der Suche nach irgendeinem Wasser, in irgendeinem Wasserfall, in irgendeiner Ruine. Ich weiß, ich kann halt wieder super zusammenfassen. Sind immer alle 2-3 Parts eine Pause von 3-4 Tagen, deswegen tut mir leid. Ah, da steht sogar noch. Okay. Also das klingt nach 12 Kämpfen ab oder das wirkt für 12 Kämpfe. Egal. So, jetzt kommen wir endlich mal raus aus dieser Stadt. Ich meine, war ja schön und gut da drin, aber 5-6 Parts jetzt nur in dieser Stadt ist doch ein bisschen nervig. Ja, was haben wir denn alles? Sammeln einiges Wasser. Linkgaland-Ruinen. Ich nehme an, vielleicht da. Dann gehen wir erstmal da ein. Ich werde dich erstmal ein bisschen kämpfen. Eieiei. Ist ja auch schon lange her. Wahrscheinlich tauchen jetzt auch Helions und so auf, anstatt nur so Schlangen. Ich nichts dagegen ab jetzt. Nur gegen ein paar Schlangen. Oh, ein Wolf. Okay. Ich habe doch gesagt, ich will Dings steuern. Okay. Dann kann ich ja schlecht machen, wenn er mich angreift. Warum sind die auf einmal so stark? Warum halten die so viel aus? Okay, schon wieder ein Schwert halten. Verhöhung, wenn du im amortisierten Zustand inaktiv bist oder keine Komma ausführst, kannst du R2 drücken, um für eine Stoßanzeige Verjüngung zu wirken. So, nur eine Sekunde führt zu einer umfassenden Heilung, weshalb sich dies sowohl in Notfällen als auch für andere eignet. Amortisierung sind vor allem nützlich, nicht nur für dich und deinen Partner. Ja, ich will aber Alicia steuern. Wurde jetzt wahrscheinlich wegen dem Tutorial nicht möglich gewesen, ne? Muss ich da, sorry, natürlich steuern.
So, ihr Wölfe, euch müsste ich ja jetzt platt machen können, oder? Nix. Muss schon sagen, pass auf. Ich komme ja nicht raus. Okay, cool. Stimmt. Habe ich wohl Gegenstände? Ja, ich habe wieder was. Gut. Bernsteinschwert. Alter, warum mache ich mir in Mühe, irgendwas zu kaufen oder so? Ja, verdammt. Oh nein, 4 Wölfe. Mein Gott, lass mich doch mal hier normal kämpfen. Ja, schaffe ich ja nicht. Ja, macht irgendwie nichts. Stoßzeit. Boah, dauert halt lange. Okay, sehr gut. Verbannungsstoß hat dem amortisierten Zuschauer in einer Kombi R2 gedrückt, um für einen Sturzanzeiger einen Verbannungsstoß zu entfesseln. Die Wirkkraft hängt vom jeweiligen Seraph und weil er geladen werden muss, könnte es riskant werden, aber du kannst daraus in einer Kombo übergehen. Staatseffekt von Arzt sind nach einem Verbannungsstoß zweimal wahrscheinlicher. Je niedriger KP des Feindes sind, desto höher ist der Schaden. Okay. Wie kann ich mich denn dann verwandeln? Ich habe irgendwie die zu wenig gehabt bis jetzt. Ja, hier war eine Truhe. Her damit. Joink. Sonnenbrille. Oh. Ist das hier zum Einkleiden? Ja, ne. Sehr cool. Warum nicht? Für diesen Part. Das wäre eine Schlange. Ich muss mal auf die Level gucken. Das Gefühl, die Level mit. Da bin ich wirklich so viel schwächer. Sollte dann vielleicht mal dran denken, irgendwie zu trainieren auf Screen. So. Bah. So, jetzt kann ich sie steuern. Sehr schön. Uff, uff, uff. Rang. Nach jedem Kampf wird dir ein Rang verliehen. Wenn dein Kampfstil besonders heraussticht, erhältst du einen höheren Rang. In Gebieten, in denen der Herrscher des Landes freigeschaltet ist, wird durch das Erlangen von Rängen das Segnungslevel erhöht, was dir schließlich weitere Gaben verschafft. Okay. Was bedeutet das? Werft doch nicht wieder Sachen an meinen Kopf, die ich noch nicht verstehe. Und warum kriege ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche geilen Sachen? Da macht die Angriff oder Verteidigung, weiß ich nicht. Da macht die Auswahl dann nur noch schwieriger. Ich meine jetzt mal ehrlich, wenn ich dauernd so viele Sachen bekomme, macht es nur noch schwieriger, hier die ganzen Ausrüstungsklamotten auszurüsten. Aber jetzt mal alle Gegner hier platt. Ich tue levelmäßig irgendwie gar nicht voranschreiten. Warte mal. Doch, das zieht von allen Kämpfen hier ab. Super. Bams. Ja, noch keine verschiedenen Angriffe. Ist immer der gleiche Combo, habe ich so Gefühl. Was
Arzneimittel zubereiten, Talent Arzneimittel zubereiten. Und die Figur bereitet regelmäßig Verbrauchsgüter für Gummis oder Tränke zu. Du kannst Objekte verbreiten, zubereiten, die du mindestens einmal gefunden hast. Okay. Was steht denn hier? Dorf Külf. Große Morganfälle. Galadruin. Da wollen wir ja hin. Oh, da ist wieder Arznei. Kräuter. Lavendel. Jetzt gucken wir mal auf die Level von diesen Viechern. Irgendwie bringt das auch nichts, ne? Wir sind Level 9, leck mich. Ja, ich glaube, trainieren wäre nicht so schlecht. Wohl bis jetzt schaffen wir es ja locker. Oh, sorry, er hat jetzt Schaden bekommen. Wie blöd. Oder auch nicht. Warum ist denn der blau? Seine HP-Balken meine ich. Einstellung des Schwierigkeitsgrade. Ja, je schwerer das ist, desto schwieriger wird es. Oh mein Gott. So, das hier sind nicht die Ruinen, oder? Sieht mehr aus wie ein Dorf. Hallo? Dir jemand was zu sagen? Freue mich, dass du uns begleitest, Alicia. Es ist mir eine Freude zu euch. Ich verspreche, dass ich dir in unserer Mission nicht zur Last fallen werde. Ich glaube, das hat man schon mal, oder? Okay. Das erinnert mich irgendwie an dieses Dorf, das zerstört war in Tales of Graces F. Ganz am Anfang. In dem Wald. Ja, ist, was ich meine, oder? Hat bestimmt irgendwann optionaler Boss, ich weiß doch. Hier ist ein Wasserfall. Wenn ich hier Wasser nehme. Okay, bis auf trübselige Musik ist ja eigentlich nichts. Wasser, wir können hier irgendwo rein. Ach man. Ja, ich schlitze noch alles auf. Das war sehr gut. Jetzt wieder Abenteuer. Ja, ne, ich konnte ja mal Feuer einsetzen, ich Idiot. Ich sehe gerade den Balken. Denk mir, ich konnte mal Sachen einsetzen. Okay. Okay. Dann lass die Truhe, die ich gesehen habe. Ja, Mann, ich bin hier irgendwie richtig. Bernsteinstiefel. Ja, von Werterhöhung. Oh, dann kann ich. Ne, warte mal. Das hat sie schon ausgerüstet. Ne, wir haben jetzt drei Reihen. Das ist doch sehr gut. Soll vielleicht mehr auf die Reihen so gucken, ne? Hier zum Beispiel. Ich kann eine Dreierreihe machen. Aber dann vielleicht ein Effekt. Den roten kann ich nicht irgendwie noch machen, ne? Verdammt. Ich will die ganze Reihe voll haben. Guck überhaupt nicht auf die Werte, ich weiß. Ich hoffe, die Werte sind nicht alle random, weil sonst werde ich hier nie den Überblick bekommen. Pro Überblick. Wie sieht's denn hier wieder mit Kampfregeln aus? 32 Kombo, bla 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 bla. Ja, ich bin immer noch hier mit am Arbeiten. So, schön lange. Komm mal her. Ach nee, warte. Verdammt. Mann. Tiger Blade. Kann mir nämlich bekannt, wie er das gesagt hat. Oha, so, irgendwie sowas. Das klingt sehr schmerzhaft.
Snack zu beiten. Die Figur bietet für die Gruppe regelmäßig Snacks. Die Snacks haben folgende Merkmal: können nicht im Kampf benutzt werden. Snacks regenerieren alle KP und Verbündeten. Ja, okay, die haben verschiedene Effekte. So, wer tut mir ja die ganze Zeit immer Waffeneffekte jeden Kampf? Hä? Keine Ahnung. Es ist genauso wie Tales of Graces F, wo man mit den Tutorials bombardiert wird. Dann soll man sich natürlich alles innerhalb der ersten Stunden, wie viel spielen wir überhaupt schon? 5 Stunden? Mein Gott. In den ersten 5 Stunden und ich werde immer noch mit Tutorials hier bombardiert. Aber das kenne ich ja schon. Und da ist ein Monolith, den sehe ich doch schon von 10 Kilometer Entfernung. Apfelgummi, sehr gut. Hier rein? Nee. Auch kein Skit. Und da hinten sehe ich schon gefährlichere Viecher. Erstmal sehe ich hier eine Monolith. Kämpfer, bla bla bla. Element und Werte pro Gruppe gibt es 5 Fertigkeiten mit dem folgenden Wechselwirkung: Angriff, nicht elementar, Lähmung, Artangriff, Feuer, Verbrennung, Verteidigung, Erde, Verlangsamung, bla 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 bla. Somit hat ein wasserbasiertes seraphisches Arc beispielsweise ein Giftstatus-Effektpotenzial. Ja, ne, das gab es auch in Graces. Glaube ich. So, jetzt kann man, glaube ich, wieder was ausrüsten, ne? Außer ich habe nichts. Wenn die gesteuert für verletzt ist, wird und KP für... Ach so, ja, nee, das möchte ich nicht. So wechselst du mit 4 plus die gesteuerte Figur. Kettenstoß. Normal halte nach 3 Kombos R2 gedrückt, um einen SA zu verbrauchen. 50 SK wieder herzustellen und eine neue Angriffskombo auszuführen. Boah, keine Ahnung. Nix, okay. Das Viech sieht schon ein bisschen schwieriger zu besiegen aus. Weiß nicht, wie ich noch komme. Ach, man kann ja laufen, okay. Hier soll man doch, glaube ich, hin, ne? Ne. Hier ist die Seehafenhöhle. So durch den Wasserfall. Ach. Sehe ich doch, dass man da durch kann, hallo? Man kann immer durch Wasserfälle durch. In Rollenspielen. Soll ich gegen den da kämpfen? Der sieht schwierig aus. Na? Die Musik kenne ich. Und der ist 24. Wir hauen sowas von ab. Oh Gott, der ruft Wölfe, genau. Oh Gott. Das kam in Xillia 2, glaube ich, vor. Das Lied, oder? Ja, das war für die Dingens. Für die Musik gegen diese Boss-Gegner. Also nicht direkt Boss, aber... gab so Ex-Monster, genau, und wow, da finde ich irgendwie interessant. Man kann bergauf und bergab irgendwie laufen. Guck mal, ich laufe bergab. Ich merke gerade sogar Bäume. Ich kann mich hinterm Baum verstecken. Hey, keine Tutorials, sehr gut. Apfelgummi, yay. Kann ich einstellen, was du für ein Dingen hier herstellst? Ändern geht nicht. Okay, Hauptsache du tust Apfelgummis machen, das brauchen wir halbwegs. Ja, da ist das Viech wieder. Was hat denn? Du fasst es an, aber du musst dir wohl zunächst keine Gedanken darüber machen. Sieht aus wie ein, weiß ich, auch wie ein Monolith, nur irgendwie nächste Level oder irgendwie so was. Oh, boah, wir sind schon 20 Minuten hier am Spiel, merke ich gerade.
Seien irgendwo ein Speicherpunkt von den Ruinen, das wäre gut. Nicht mal gesagt, dass beim Einsetzen von dem Schwert bei den Gegnern, die irgendwie geschwächt werden, weil ich merke irgendwie gar keinen Unterschied. Leeren Ring halten. In harten Zeiten, irgendwann wirst du einen Feind begegnen, die auf den ersten Blick unbesiegbar erscheinen. Ja, das hast du mir ein bisschen spät gesagt. Aufstehen und gegen sie kämpfen. Vielleicht hast du einen Schlüssel zum Sieg über diese beeindruckende Gegner bereits in der Hand. Ja. Ja, ich habe schon wieder neue Gegenstände bekommen. Ich kann doch nicht jedes Mal hier nachgucken. Vor allem niemand scheint hier irgendwie über Level 3 zu kommen mit seinen Sachen. Doch hier. Kommst du manchmal so vor, als würden wir nie über Level 3 kommen. Einige Sachen. So, ich hoffe, da ist irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Ha. Man muss doch nur höflich fragen. Vor allem nehmen wir noch diese Schlange mit. Und hey. Salbei. Die werde ich nie benutzen wahrscheinlich, ne? Mach ich ja sonst auch nicht. Wo ist das Viech nochmal? Das Viech war doch gerade hier, hallo. Ja, jetzt ist es weg, oder? Es wird von dieser Schlange eher ersetzt. Mann. Mann. Vor allem, ich hau daneben und dann kommen die direkt mit ihren... Ja, alle Effekte weg. Blöd ist, sie hat noch keine Art, also mit Kreis. Verborgene Art, was weiß ich. Das hat immer noch nicht auswendig. Bah. Wenn ich aufgeladen bin. Ja, die tun andauernd ihre Ausrüstungsfähigkeiten erhöhen. Okay, das geht doch über Level 3. Geil. So, jetzt bitte keine Cutscene oder irgendwie sowas. Also. Da unten waren wir auch schon, oder? Jetzt sieht es sehr verdächtig aus, da müssen wir wahrscheinlich rein, ne? Nichts, okay. Dann. Das erinnert mich irgendwie an Symphonia. Ich hab's auch irgendwie diese Schreine, wo man so was machen muss, um reinzukommen. So, Eingang der Galahad-Ruine. Und dann würde ich sagen, ich mache hier einen perfekten Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.